Diese Netzwerkkamera überzeugt mit einer 3G-Funktion. Sie kann über das Handynetz E-Mails versenden und FTP-Daten uploaden. Das Gehäuse ist wetterfest und die Kamera verfügt über Nachtsicht-LEDs. Angeschlossen ist nun Strom- und Netzwerkkabel zur Konfiguration der Kamera. Das mitgelieferte Tool Camera Setup ermöglicht es, das Netzwerk nach Kameras zu durchsuchen. Bei Bedarf kann der IP-Bereich angepasst werden. Über den Button Open kann man dann die Kamera ansehen. Hier kurz der Vollbildmodus als Beispiel. Und natürlich gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Unter dem Punkt Camera Setup lässt sich zum Beispiel einstellen, dass das Videobild gedreht oder gespiegelt werden soll. Im Punkt Stream Setup können Sie die 3 Streams der Kamera einstellen. So zum Beispiel einen Stream für den Zugriff im Netzwerk, einen fürs Internet und einen für den mobilen Zugriff. Im Bild-Setup können Sie Werte wie Helligkeit und Kontrast regeln. Das On-Screen-Display-Setup besagt, dass Sie zum Beispiel Zeit und Datum im Videobild anzeigen können. In den Nachtsichteinstellungen ist in der Regel alles auf automatisch gestellt, aber Sie können zum Beispiel festlegen, dass die LEDs immer aktiviert sein sollen oder dass das Bild immer schwarz-weiß sein soll. Unter TCP/IP können die Netzwerkeinstellungen geändert werden, sodass die Kamera zum Beispiel eine feste IP zugewiesen bekommt statt eine automatische. Der Punkt 3G-Setup wird dann interessant, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden wollen. Die 3G-Einstellungen kann die Kamera entweder versuchen, sich automatisch zu holen, oder Sie können diese manuell festlegen. Im Storage Setup legen Sie fest, ob Sie auf MicroSD-Karte oder auf NAS-Server Daten speichern möchten. Wenn Sie den NAS-Server wählen, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen angeben. Unter dem Punkt Browse Storage können Sie die aufgezeichneten Daten ansehen. Mit Format SD-Card können Sie die Speicherkarte formatieren. Beim Punkt Motion Detection kann die Bewegungserkennung aktiviert werden. Zu erkennen ist, dass es 4 verschiedene Bereiche gibt, die unterschiedlich festgelegt werden können und auch in der Größe variiert werden können. Ebenso ist die Empfindlichkeit dieser 4 Bereiche einstellbar. Den Alarm-Ein- und Ausgang regeln Sie unter dem Punkt Digital I.O. Setup. Unter Schedule Setup können Sie einen Zeitplan bzw. 4 verschiedene Zeitpläne für die Kamera und ihre Aktivitäten einstellen. Task Management bietet zahlreiche Aufgaben, die konfiguriert werden können. So kann ein E-Mail-Versand im Alarmfall konfiguriert werden. Geben Sie dafür Absende-E-Mail-Adresse und Empfänger an. Ebenso die Anzahl der Bilder, die mitgesendet werden soll. Des Weiteren kann auch ohne Alarm regelmäßig ein Foto von der Kamera per E-Mail versendet werden. Beide Varianten, sowohl Alarm als auch Intervallversand, können auch per FTP erfolgen. Dazu müssen nur die FTP-Daten angegeben werden. Zudem kann ein Foto oder auch ein Video entweder per Alarm ausgelöst oder per Intervall gesteuert auf der MicroSD-Karte oder dem NAS-Server gesichert werden. Unter dem Punkt iOS Push Notifications können Sie die Push-Alarmierung auf Ihr iOS-Gerät festlegen. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de.